Hallo zusammen, wir wollen euch heute mal zeigen, wie man Iconic-Sattel richtig ölt. Nämlich, wenn die Iconic-Sattel ankommen, sind die, obwohl sie eigentlich dunkelbraun sind, kommen die in so einer Farbe an. So. I'm OG, y'all new to the game. Und deswegen zeigen wir euch heute mal, wie man die richtig ölt. Es ist nämlich wichtig, dass ihr da richtig, richtig viel drauf macht, weil wenn ihr damit ein bisschen dran geht, bringt es nicht viel. So, also, wir haben hier das Öl von ja, Iconic mehr oder weniger und fangen den an, jetzt mal richtig schön einzuölen. Man sieht schon direkt, wie die Farbe dann doch so wird, wie wir uns es vorgestellt haben. Glaube, es ist besser, wenn ich das Öl darüber stelle, denke ich. Gell? Es ist hier etwas im Weg. Ein wenig. Zeige euch auch gleich mal einen Unterschied, wie es aussieht, wenn man es nicht richtig ölt. Also die Seite mache ich mal richtig, so wie es sein sollte. So, bei uns ist es auch so, jeder Sattel, der von uns gekauft wird, also jeder Iconic-Sattel, der bei uns gekauft wird, wird im Vorfeld ordentlich geölt, weil die meisten wissen halt nicht, wie es, ich sage mal, richtig geht. Und da ist mit ein bisschen Ölen, da so einen Schwamm nehmen und dann leicht drüber gehen, ist da leider nicht viel getan. Was bestimmt auch schon den einen oder anderen, der sich einen gekauft hat, aufgefallen ist. Also wie ihr schon seht, das muss wirklich richtig dick drauf. Sonst bringt es nicht viel. Wie man jetzt schon gut erkennen kann, man, das ist jetzt relativ kalt hier innen. Das Öl braucht dadurch ein bisschen länger Zeit zum Einziehen. Aber man sieht schon gut, wie er nach und nach die gewünschte Farbe annimmt. So, das ist halt auch ganz wichtig, dass ihr die Unterseiten von dem Leder mit ölt, also hier unten, dass da auch was dran kommt, weil nur dann kann er auch richtig weich werden, weil das ist, die Unterseite vom Leder ist die sogenannte Fleischseite und da kann das Öl besser in die Fasern eindringen und sich da besser verteilen. So, das Ganze machen wir zweimal. Richtig schön dick drüber gehen und dann bleibt die Farbe nämlich auch. Ich habe am Anfang selbst den Fehler gemacht, dass ich es nicht stark genug geölt habe und mich gewundert habe, wieso mein Sattel mehr rotbraun als dunkelbraun ist. Ich habe leider keinen mehr da, den ich euch jetzt mal hätte zeigen können. Wir haben jetzt alle nämlich schon nachgeölt, nachdem ich da nochmal so eine kleine Einweisung von Iconic direkt bekommen habe. Dann werdet ihr auch gleich sehen, ich lasse es mir hier so drauf stehen. Das ist auch gleich ordentlich eingezogen. Ich gehe jetzt mal hier am Sitz so drüber, wie es nicht unbedingt sein sollte, dass ihr mal einen Vergleich seht. Wir nehmen mal das da. So, so habe ich das am Anfang gemacht. Man sieht schon, der dunkelt zwar auch ein bisschen nach, aber wenn ihr euch jetzt mal den Vergleich von dem hier zu dem hier anguckt, das ist ein und das gleiche Leder, nur hier ist es ordentlich geölt und hier eben nicht. Und das, wie gesagt, bringt nicht viel. Deswegen muss auch hier schön ordentlich das Öl drauf. Und da ist es eigentlich fast egal, was ihr für ein Öl nehmt, das muss halt nur ein richtiges, ordentliches Lederöl sein. Also entweder nehmt ihr das von Iconic direkt. Das ist ein sehr gutes Öl und dazu auch ein relativ günstiges Öl. Oder ihr nehmt das von FX Effol, was auch wirklich sehr gut ist. Und ja, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Muss halt nur ein extra spezielles Lederöl sein. Sondern jetzt, wie man schon sieht, kriegt jetzt nach und nach die Farbe, die auch eigentlich haben sollte. Es nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Und wir bei uns machen das so ein bisschen mit, also ich sehe das so ein bisschen mit als Serviceleistung an, weil das, ja, eben wenn man einen dunkelbraunen Sattel kauft, möchte man auch einen eigentlichen dunkelbraunen Sattel haben und nicht irgendwie einen orangebraunen oder blonden, colorfarbenen. So.
Sagen wir, ölen wir jetzt mal im Schnelldurchgang durch. So, fertig.